zur Schatzsuche. Gut gemacht. Danke, Lampo. Jetzt bist du aber dran. Milady, Pilou, macht euch bereit. Mein Flug wird unübertroffen sein. Super Sprung. Flugmanöver und... Oh, perfekte Landung. Echt super gemacht, Lampo. Danke, danke. Jetzt ich, Buffy Cats. Jetzt seht ihr die erste fliegende Katze. Hopp. Alle Katzen landen auf ihren Pfoten. Aber ich tue es mit Stil. Wow, wie toll, Milady. Katztastisch. Buffy Cats, so etwas habt ihr noch nie gesehen. Erstaunt, Matty, die tollste fliegende Katze auf der Welt. Oh. Katztastisch, Matty. Ah, hallo Gabi. Es ist schön, dich zu sehen. Willst du mit uns fliegende Katze spielen? Nein, ich bin nämlich hier, um euch zur jährlichen Schatzsuche einzuladen. Und dieses Jahr wird es eine fliegende Schatzsuche sein. Fliegende? Für alle fliegenden Katzen. Die Regeln sind einfach. Die Teilnehmer müssen von Dach zu Dach springen, ohne jemals den Boden zu berühren. Aber wie denn? Wir sind keine Vögel und haben auch keine Flügel. Habe ich euch nicht gerade noch fliegen sehen? Es war nur ein Spiel. Wir haben nur so getan, als ob wir fliegen. Meine lieben Katzenfreunde haben vielleicht nur so getan. Aber ich bin die einzig wahre fliegende Katze. Ich werde teilnehmen, dank dieses fliegenden Rucksacks, den Edison mir gegeben hat. Großartig! Dann werde ich Schiedsrichterin und Kommentatorin sein. Miau! Also, Matty, bist du bereit zu gehen? Na klar! Die Vorfreude macht mich ganz schön hungrig. Meine lieben Katzenfreunde, willkommen zu der katztastischsten Schatzsuche überhaupt! Dies ist unsere Startlinie. Die Teilnehmer müssen einer Reihe von Hinweisen folgen, um den Schatz zu finden. Und wer ihn dann zuerst findet, ist der Gewinner! Du musst sicherlich von mir sprechen. Habe ich recht? Ob unser Gewinner La Palette sein wird in seinem fliegenden Auto? Hm? Das ist eine Flugmaschine von Leonardo da Vinci. Oder wird es Archibald McArchibald in seinem Heißluftballon? Ob du gewinnst, hängt ganz davon ab, wie du spielen wirst. Oder Stink, dank seiner Düsenballons. Natürlich, denn mein ganzer Gestank ist schließlich hier drin. Das meiste jedenfalls. Oder wird Matty der Gewinner mit seinem fliegenden Rucksack? Matty, dein Kuh, du liebst Fliegen. Aber essen noch viel mehr. Das ist richtig. Ich bin ziemlich hungrig. Teilnehmer, denkt immer an eins. Derjenige, der den Boden berührt, wird disqualifiziert. Seid ihr bereit? Die fliegende Schatzsuche beginnt jetzt. Ein Faltblatt für die Ausstellung im Ägyptischen Museum. Wir sehen uns dort. Juhu! Und los geht's! Vorwärts, Matty! La Palette liegt in Führung. Archibald liegt direkt hinter ihm. Stink an dritter Stelle. Und Matty fällt mit großem Abstand zurück. Aber es liegt noch ein weiter Weg vor ihnen. Ein weiter Weg? Ich bin jetzt schon müde und hungrig. Oh, meine Schnurrhaare, ein Restaurant. Konzentrier dich, konzentrier dich. Es riecht so gut. Jetzt geht's mir besser. Hier sehen wir La Palette und Archibald. Kopf an Kopf in Führung. Was ist das? Stink holt deutlich auf. Und Matty ist immer noch letzter. Was willst du damit erreichen, Stink? Na, dich zu überholen, La Palette. Pass auf, dass du nicht meinen Flügel triffst. Wer hätte das gedacht?
La Palette hat die Kontrolle über sein fliegendes Auto verloren. Welch eine Bruchlandung. La Palette ist leider aus dem Rennen ausgeschieden. Tut mir leid, La Palette. Aber das bedeutet, ich bin in Führung. Ich glaube es ja nicht. Deine Ungläubigkeit ist nicht unbegründet, mein lieber Stink. Der Wettbewerb ist noch nicht vorbei. Tutankhamun wartet schon mit dem zweiten Hinweis auf dem Dach des Museums. Es ist ein Zirkusticket. Auf zum Park, aber zügig. Tutankhamun, du hast nicht zufällig irgendwas zu essen dabei. Bereit für die Vorstellung, Chop? Das bin ich immer, Milky. Oh. Guten Tag, ihr feinen Katzen. Die Schatzsuche hat mich direkt zu euch geführt. Guten Tag, Sir Archibald. Pass auf, Chop. Wow. Alle mal herhören. Archibald steckt in Schwierigkeiten. Aber was ist hier los? Welch ein bedauerlicher Zwischenfall. Welch eine Wendung. Archibald McArchibald berührt den Boden und wird disqualifiziert. Zu schade. Das war der letzte Hinweis. Der Hinweis ist noch für mich. Eine Kuckucksuhr? Aha. Das müsste die auf dem Kirchturm sein. Was für ein großartiger Halt für ein Häppchen. Vielen Dank für den Hinweis, Matty. Wir sehen uns. Der Schatz wartet schon auf mich. Sie haben die zweite Etappe geschafft. Stink und Matty befinden sich nun auf der Zielgeraden. Die beiden liegen Kopf an Kopf. Wer wird gewinnen? Stink oder Matty? Autsch! Tut mir leid, Matty! Ich kann überhaupt nichts mehr sehen! Hey, sind das zwei fliegende Katzen? Ha, dieser Fang wird mir locker das Doppelte einbringen! Aufgepasst, meine lieben Katzenfreunde! Es gibt Ärger! Es ist Bertie, der Katzenfänger! Zwei Fliegen mit einer Klappe! Das muss wirklich mein Glückstag sein! Ich kann das nicht mehr ertragen! Flieg doch etwas höher! Bertie kommt näher! Oh, ach du liebe Schnurrhaar! Niemand entkommt Bertie, dem Katzenfänger! Nur keine Sorge, Matty. Glaub mir, der ist weg. Habt ihr gedacht, ihr könntet mich loswerden? Wir müssen hier schnellstens weg. Ihr wollt schon gehen? Der Spaß hat doch gerade erst angefangen. Oh nein, mein Ballon! Ich hab dich, blöde Katze. Hilf mir, Matty! Was für eine Katastrophe! Sting steckt in der Klemme. Die Schatzsuche kann warten. Da ist ja die zweite fliegende Katze. In meinem Käfig ist genug Platz für euch beide. Stink, greif meine Pfote. Du entkommst mir nicht. Edge, zu früh gefreut. Popo-Attacke. Oh nein, sei brav, Vögelchen. Ein Katzenfänger steckt nicht im Müll fest. Ja, ist das nicht aufregend? Matty streckt Bertie nieder. Was tust du da, Stink? Ich lass dich alleine weiterfliegen. Da ich den Boden berührt habe, kann ich nicht mehr mitmachen. Jetzt liegt alles an dir. Warum hast du das denn gemacht? Du hast mich gerettet. Auch wenn du mit einem kaputten Flügel nicht fliegen kannst.
wirst du mit diesem Ballon die Schatzsuche gewinnen können. Du verdienst es, mein lieber Katzenfreund. Danke, Stink. Meine lieben Katzenfreunde, Matti ist der Gewinner der fliegenden Schatzsuche. Ja, du hast es geschafft, Matti. Bist du nicht neugierig, welchen Schatz du gewonnen hast? Na klar doch, Gabi. Ich werde es mit den Buffy Cats öffnen. Worauf wartest du, Matti? Mach es auf. Ist das etwa eine echte Tauchermaske? Du wirst sie für die nächste Schatzsuche brauchen. Denn die wird nämlich unter Wasser stattfinden. Okay, dann werde ich sie gleich ausprobieren. Warte mal, Matti, wo gehst du hin? Leckerlis, warten auf mich! Du wirst dich nie ändern, Matti. Was nützt die Maske in einem Meer von Leckerlis? Das ist offensichtlich, Milady. Ich trainiere für die nächste Schatzsuche.